Ja, die Philosophie. Wir machen seit 300 Jahren schon Wein, also erstmals urkundlich erwähnt 1675. Und wir sind Ursprungsweingut auch eines großen Handelshauses, eines großen Weinhandelshauses. Also quasi da Weingut zum Anfassen. Also wir haben das Know-how schon über lange Zeit und beschäftigen uns schon seit langer Zeit mit Wein. Ja, die Nahe ist eine sehr interessante kleine Rarität mit 4000 Hektar von 100.000 in Deutschland, mit alle 100 Meter wechselnden Bodenformationen, was sehr interessant ist für die Rebsorte Riesling, die an der Nahe Hauptrebsorte ist und bei uns im Weingut zu 44% angebaut wird. Also auch bei uns ist Riesling eine Spezialität. Macht den Riesling bei jedem Winzer zu einem einzigartigen Wein. Also aufgrund der wechselnden Bodenformationen zum einen und natürlich aufgrund der Handschrift des Winzers. Ja, ich würde mal sagen, da gibt es einige Momente. Es ist nicht nur ein wichtiger Moment im Jahr, der super klasse ist, aber ein wichtiger ist natürlich zum einen, wenn die Trauben im Keller sind, weil dann schon ein großer Part überstanden ist Dinge, die man vielleicht nicht kontrollieren kann, wie zum Beispiel das Wetter, Jahrgangsbedingungen. Das ist ein ziemlich wichtiger Moment für mich. Wenn es dann losgeht mit der Gärung und alles seinen Gang geht, finde ich auch sehr wichtig. Aber klar, ein mega Highlight ist natürlich der Wein, der dann in der Flasche ist. Also wenn das Weinjahr für uns im Keller erstmal abgeschlossen ist, aber dann geht natürlich der Vertrieb. Und ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Moment ist natürlich das Feedback des Kunden. Wenn er sagt, es schmeckt, dann bin ich glücklich.